Verkostungstische? Check. Dann die Pizzatalentjurorin? Check. Hungrige Gäste? Ja. Ja! Na bestens. So, na dann wollen wir mal sehen, ob unsere Pizzabackteams bereit sind. Wie läuft's bei Ihnen, Charlie? Ich hab schon Segelboote gebaut, die schneller fertig waren als das, aber ich bin fertig. Und zum Backen wird darin richtiges Holz verbrannt. Genau, und darin machen wir die beste Pizza in ganz Pontypandy. Ach Quatsch, dieses Ziegelding schlägt niemals unseren Ofen. Der läuft mit Gas und ist gleich heiß. Ein Druck auf den Knopf, das war's. Von euch hat echt keiner eine Chance gegen Team Price. Wie sieht's mit unserem Ofen aus, Mom? Alles eingestöpselt und wartet nur noch. Welche Pizza wollen wir zuerst in die Mikrowelle stecken, Norman? Die Monsterkäse oder die Würstelüberraschung? Na los, Dad, beeil dich. Die anderen legen gleich los. Ich mach ja schon. Sieht so aus, als hätten wieder Leute die noch glühende Grillkohle im Mülleimer entsorgt. Hoffentlich dauert das hier nicht zu lang. Nachher verpassen wir noch die Pizza-Fiesta. Löschen geht immer vor, Elvis. Je schneller wir das Feuer hier löschen, desto schneller wirst du... Unmengen von geschmolzenem Käse essen. Und der liegt auf leckeren Tomaten und wunderbar weichem Teig. Oh, das mag ich. Naja, keine Sorge, Elvis. Mit Wasser und Löschschaum sollten wir das in 0, nichts unter Kontrolle haben. Löschkäse? Ich meine Löschschaum. Kommt sofort. Entschuldige, Sam. Ellie, was ist denn deine Lieblingspizza? Meine ist eindeutig die Hawaii mit Extrakäse. Das weiß ich gar nicht. Komm schon, keine Pizza-Unterhaltungen während des Dieses. Ananas auf einer Pizza, die Welt wird ja immer verrückter. Also Salami dagegen, das ist etwas ganz anderes. Das nenne ich eine Pizza. Es kann losgehen. Verkostung in 20 Minuten. Pizza fertig, los! Macht eure Pizzakreis rund und die Welt darauf ganz bunt. Oh, der fliegt aber hoch, Mandy. Nun mach schon, Dad. Die Pizza könnte jetzt eigentlich rein. Nicht so voreilig, ihr zwei. Der Ofen ist ja noch nicht mal warm. Aber wir wollen nicht noch länger warten. Wir wollen endlich gewinnen. Der schmeckt jetzt hoffentlich nicht nach deinem Rasierwasser, Dad. Ich krieg die nicht da rein. Ja. Oh nein. Butler! Hallo Leute. Darf ich euch vorstellen, meine neue Partnerin? Das ist aber ziemlich komisch. Sitzt deine Partnerin im Kofferraum? Also Leute, das ist Shadow. High Five. Low Five. Zeig, was du kannst. Oh, wow. Butler. Wirklich peinlich. Freut mich wirklich sehr, Shadow. Du musst unbedingt Schnuffi kennenlernen. Ich muss dafür sorgen, dass Butler genauso toll wird. Nein, vergiss es. Erst letztes Jahr habe ich das doch versucht. Ich sagte Sitz und er jagt Tiger auf den Baum rauf. Doch, das werde ich, James. Einfach, weil ich die bessere Hundetrainerin bin als du. Ach, wirklich? Beweise es. Werd ich. Und du wirst dich wundern. Garantiert kann Butler nachher schon ein Kunststück. Also schon eins mehr als vorher. Fang ihn, Schnuffi. Fang ihn. Ah, da ist ja Schnuffi. Oh, wer ist ein guter Hund? Du natürlich, Schnuffi, das bist du. Ja, 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 ja. Na, siehst du, Shadow? Das ist Schnuffi. Schnuffi, das ist Shadow. Sieht so aus, als würde Shadow Schnuffi beim Ballfangen Konkurrenz machen wollen, was? Ja, meinst du? Oh, das glaube ich nicht, Sam. Schnuffi ist doch ein echter Ballfang-Weltmeister. Ich zeig's dir. Wow. Oh, ach, vergiss es, Schnuffi, das hat gar nichts zu sagen. Shadow hat einfach nur Glück gehabt. Pass auf.
auf, Butler. Ich werde dir jetzt dein allererstes Kunststück beibringen. Und das Kunststück heißt High Five. Auf dieser Hunde-Website steht, man sollte mit leichten Übungen anfangen. Man darf nicht gleich Kunststücke von den Tieren verlangen. Das ist aber ganz leicht für eine Hundetrainerin wie mich. Schau her. High Five. Nicht doch, Butler. High Five. High Five. Tja, sagte ich dir doch. Na los, komm, konzentrier dich, Sarah. Sag es langsam mit tiefer Stimme. Langsam mit tiefer Stimme. High Five. Sagte ich dir doch. Vergiss es, Sarah. Von wegen. Ich sag das Kommando noch einmal. Butler, schau auf meine Hand. High Five. High Five. High Five. High Five. High Five. Juhu! Ja! Und wir danken unserem Professor Pickles. Von ihm haben wir diese traditionellen Korakelboote, in denen wir paddeln. Vielen Dank, Professor Pickles. Das wird jetzt für euch ein wahrhaftiges Abenteuer, ganz wie in den alten Zeiten damals. Habt ihr eure Paddel schon? Moderne Paddel? Nein, nein, nein. In den alten Zeiten gab's sowas aber nicht. Ich hab hier schon eins vorbereitet. Oh, sieh einer an. Das ist sehr, sehr... Oh. Das tut mir schrecklich leid. Ich werde mal versuchen, Oh nein. Ich habe noch mehr Paddel. Oh, lieber nicht. Im Interesse der Sicherheit sollten wir doch die hier nehmen, denn die sind unzerbrechlich. Na gut, wenn Sie meinen. Da. Ich werde gewinnen, Mandy. Und wie macht sich das Paddel so bei Ihnen, Professor Pickles? Ganz hervorragend, danke. Pontypendy Island ist da vorne. Ja schon, das weiß ich. Ich hab auch gleich den Dreh raus. Macht nicht so schnell. Ich denke, das wird noch eine Weile dauern. Oh. Danke, Sam. Das sieht alles gut aus. Yep, kann losgehen mit dem turnusmäßigen Test, Ben. Na, das ist ja ein Glück. Denn ich weiß zufällig genau, dass die Person, die für die Abnahme des Tests hier zuständig ist heute, beängstigend streng ist. Echt jetzt beängstigend streng? Woher weißt du das denn, Penny? Weil ich diese Person bin natürlich. Meine Prüfung war gerade. Ich bin jetzt Inspektorin. Oh, ich verstehe. Nur beängstigend wirst du nicht gerade. Ach, tatsächlich? Na, das werden wir ja gleich sehen. So, check die Rettungsringe. Ich starte den Test. Ja, Inspektorin! Fertig, wir haben alle Rettungsringe geprüft. Ja! Das Horn geht. Check. Ihr kriegt doch keine Angst. Mittlerweile schon. Wir sind nicht die Einzigen, die sich erschrecken können, glaube ich. Und wer von euch will zuerst den Strand erreichen? Ich will! Oh nein, doch nicht zum Strand. Unmöglich damals. Was? Wieso nicht? Natürlich, weil unsere seligen Vorfahren woanders an Land gingen. Und zwar dort. Das mag ja stimmen, Professor Pickles. Aber in diesen Korakeln wäre es doch am Strand leichter und sicherer anzulanden, meine ich. Ich habe einen Quietscheball mit für Shadow und zum Striegeln von Kilo eine Bürste. Dürft ihr. Aber Tiere machen nicht nur Freude, sondern auch Arbeit. Und das heißt, vorher habt ihr Aufgaben zu erledigen. Oh, Entschuldigung. Was genau bedeutet Aufgaben? Nur keine Angst, Norman. Es ist nicht viel. Also, wer will das Ganze gern leiten? Ich will. Ich mach's. Fantastisch, Sarah. Na dann? Auch ich habe meine Aufgaben zu erledigen. Kommt mit, ihr zwei Schönen. Zeit für die jährliche Untersuchung. Okay, da ich das leite, verteile ich die Aufgaben. Mandy, du hast Wartungsdienst. Na klar. James, du kümmerst dich um das Futter. Und Hannah, du dich um Wasser. Mhm. Dann mach ich die Heuhaufen. Ach, und Norman, du musst... Gar nichts tun. Ich esse nur Kekse und trinke Zischiblub. Du musst die Ställe ausmisten da drüben. Wieso? Das ist echt unfair.
Warum darf James gerade das Futter verteilen? Ich werde dir zeigen, dass ich sehr gut im Futter verteilen bin. Oh, wenn's unbedingt... Oh. Da brauche ich ja eine Monsterschaufel. Es gibt nur die. Genial, jetzt muss ich nur einen Heuhaufen machen. Und dann spiele ich mit Shadow und Bürste Shinkilo. Traumhaft. Oh, ja, richtig. Ist Schnuffis Badetag nicht? Oh, halb so wild, Ellie. Ich habe mir Hundetraining im Internet angesehen und da heißt es überall, wenn ihr Hund nicht gerne badet, dann machen sie aus dem Baden für ihn ein Fest. Sehr interessiert sieht Schnuffi noch nicht gerade aus, Sam. Das wird er aber gleich. Siehe und staune, Ellie. Siehe und staune. Das wird ein Fest, ein Riesenspaß. Nicht wahr, Schnuffilein? Das wird unglaublich lustig. Nicht, Schnuffilein? Das wird lustig. Sam? 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 Und wann geht das Sehen und Staunen jetzt endlich los, Sam? Es sind nur noch die Schafe zu füttern. Warum ist denn da immer noch so viel Heu? Ich mach das doch jetzt schon unendlich lange. Nur noch diese Tür reinigen und ich bin fertig. Alle versorgt. So, alle Tiere haben jetzt ihr Futter gekriegt. Und ich habe alle stinkigen Ställe sauber gemacht. Norman. Ach, das war doch auch schon viel schlimmer. Kommt mit, jetzt spielen wir mit Kilo und Shadow. Nun macht schon. Oh, und kann bitte jemand den Quietscheball mitbringen? Ich hab ihn, Hannah. Aber... Los, beeil dich, Sarah. Ja, ja, James, ich komm gleich. Zuerst muss ich das noch fertig machen. Hervorragend. Dankeschön, meine Assistentin Hannah. Also, jeder nimmt sich einen Reifen und einen Stock. Ich will den besten Reifen. Hier kriegt keiner besondere Startbedingungen. Die sind alle gleich, Norman. Beim Reifenrollen rennt ihr mit dem Reifen eine Strecke entlang, wobei ihr ihn mit dem Stock in Bewegung haltet. Was für ein Kinderspiel! Nein, da irrst du dich, Norman. Es verlangt Jahre der Übung und Disziplin ab, ein Meister darin zu werden. Ich war der Ponty-Panty-Champion 5 Jahre hintereinander. Und jetzt solltet ihr es versuchen. Mein Reifen! Oh, stellt er sich dumm an. Ist nicht so leicht, wie es aussieht. Oh nein. Wie toll! Seht euch Hannah an! Mach ich das hier so richtig, Trevor? Oh, ich glaube, du... Hannah hat nicht jahrelang geübt, oder? Sie ist jetzt schon viel besser als sie. Sicher. Das stimmt. Gar nicht übel für eine Anfängerin. Weißt du, was diese Kisten hier sollen, Sam? Die standen heute Morgen einfach da. Oh, das muss fürs Seenotrettungszentrum sein. Die neue Ausrüstung. Die hätte aber in den Hafen geliefert werden sollen. Na dann, wir fahren das Zeug schnell rüber auf Jupiters Anhänger. Denkst du, das passt da alles rauf? Aber sicher, gar kein Problem. Komm schon, diese hier zuerst. Einfach zweimal fahren, Sam. Nein, nicht nötig, Ellie. Eine Kiste ist noch übrig. Die werden wir doch noch reingequetscht kriegen. Dann sind wir fertig. Oder wir fahren lieber doch zweimal. Ich mag noch nicht aufgeben. Wegen einer Kiste. Hey! Seht euch Hannah an! Sie ist eine echte Meisterin. Los, Hannah! Los, Hannah! Los, Hannah! Los, Hannah! Los, Hannah! Du machst das wirklich sehr gut, Hannah. Und eines Tages, vielleicht mit sehr viel Übung, kannst du auch das. Vielleicht. Ich werde es versuchen. Bravo, Hannah. Großartig. Dann probieren wir das.
Super, Hannah! Seht ihr, junge Retter? Die Anzeige des Einsatzstatusprotokolls sagt uns ganz klar, dass Ellie nicht in Gefahr ist, weil sie noch jede Menge Sauerstoff in ihrer Flasche hat. Verrückt! Also, auch wenn du hier nur so herumstehst und wirklich absolut gar nichts machst, Onkel Sam, bist du doch immer noch wichtig für das Team. Na, James, ich würde ja nicht sagen, absolut gar nichts. Ich bin nur... Seht ihr? Endlich kommt Ellie da raus! Das war wirklich aufregend! Ja, das war es, Mandy. Junge Retter, jetzt seid ihr dran. Und bei dieser Trainingseinheit wird Mandy das Einsatzstatusprotokoll überwachen. Hurra! Den langweiligen Kram musst du machen. Norman? Los, kommt ihr drei. Ihr zieht die Feuerwehrschutzausrüstung an. Ich wollte für einen aufregenden Einsatz trainieren, so wie Ellie. Oh nein, Trevor! Ich fürchte, diese Erbsen sind schon aufgetaut. Wirklich, Phyllis? Dann jetzt zwei auf ein. Oh, Trevor! Sie verstehen es wirklich, Gefrierschränke zu befüllen? Oh. Oh nein! Ach, das ist halb so schlimm, Dillis. Wir sollten nur die anderen Sachen schnellstens in den Gefrierschrank tun. Oh, seien Sie vorsichtig, Trevor. Tja, geschafft. Oh, Dillis, wir brauchen mehr Gefrierschränke. Der da ist fast voll. Keine Sorge, Trevor. Ich habe noch ein paar alte im Keller, die kann ich benutzen. Ich komme gleich wieder. Hier, Trevor, die Gefrierschränke müssen nur noch an... Trevor, wo stecken Sie? Hier, Dillis. Also, Sie machen da ein Nickerchen, wo doch die Gefrierschränke angeschaltet werden müssen. So, alle Stecker sind drin. Nun kann die Eissack kommen. Sind da auch Sandwiches in den Rucksäcken, Ellie? Nein, Norman. Nur Sandsäcke habt ihr da drin. So wisst ihr, wie sich das anfühlt mit einer Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Also, wenn wir in ein brennendes Gebäude gehen, dann erhält die Person mit dem ESP unsere Kennung, sodass sie jederzeit sieht, wie unser Sauerstoffvorrat ist. Junior-Feuerwehrmann Norman. Sauerstoffvorrat 100%. Ist es Gareth? Unsinn, Mandy. Und wieso steht er dann da rum, hinter dem Busch? Ich sehe da doch sein Hintern. Oh, tun wir doch bitte alle mal, als wäre da nicht Gareth. Sonst wird das nichts mit seinem großen Auftritt. Klar. Ach, den kann er kriegen. Hervorragend. Einen großen Applaus für den allerersten Leiter der Pontypendi-Pfadfinder. Hier kommt Überraschungsleiter Gareth. Hallo, Pfadfinder. Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein Abenteuer. Ja! Ja! Nun, das ist gut, denn um diesen Tag zu feiern, macht ihr unter meiner Führung eine Wanderung zum Bergsteiger-Erlebnispark. Ja! Und genau das nenne ich mal eine Überraschung. Und seht, was ich auf dem Dachboden gefunden habe. Meinen allerersten Pfadfinder-Rucksack. Der sieht aus, als käme er aus einem Museum. Der sieht aus, als käme er aus einem Mülleimer. Norman? So, und wem soll ich meinen Feldstecher anvertrauen? Mir. Ich liebe Feldstecher. Fein, der zieht mir den Rucksack so runter. Werden wir den Wanderweg dahin nehmen, Gareth? Den Wanderweg brauchen wir nicht, Mandy. Denn ich werde euch heute eine uralte Pfadfinderabkürzung zeigen. Kommt mit, Pfadfinder! Hallo, ihr zwei.
Also, ich muss noch ein paar wichtige Sachen zu dem großen Fest raufbringen. Daher ist nur noch ein Platz im Hubschrauber frei. Ja, das bedeutet, einer muss mit dem Ponty Pendy Express rauffahren. Und ist das ein Problem? Tja, weil Gareth unterwegs ist, wird Mike Flood heute den Zug fahren. Tada! Gut, gut! Mir dreht sich alles um. Deswegen. Nun, ihr werdet unter euch ausmachen müssen, wer im Hubschrauber fliegen darf. Sieht so aus, als müssten wir das auf althergebrachte Art klären. Meinetwegen. Au, 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 au. Hat nicht vielleicht irgendjemand anderes Lust, den Feldstecher zu tragen? Das ist total aufregend. Nein. Nein, danke, Norman. Au. Ponty Pendy! Aufbricht zu einer ganz unglaublichen Ballonfahrt. Vom Start hier zu den Ruinen von Kap Ponty Pendy. Ah. Sie steigen offenbar jetzt gleich auf. Wir starten! Hurra! Und los, das wird toll! Ja. Ihr seid ja die Größten! Der Knoten will sich nicht lösen. Oh, wie langweilig ist das denn? Los, jetzt mach! Dad? Oh, Hannah! Ah. Oh nein, oh nein, oh nein! Macht euch keine Sorgen, ich habe alles unter Kontrolle! Tja, da kommt sie! Alles klar, Sir. Und kriegen wir das hin? Oh ja! Und da wir beide einen höheren Dienstgrad haben, ist es ja klar, dass ich Rose Ravani die Anlage hier zeigen darf. Ich habe auch tiefgehende Kenntnisse über die Untiefen der See, weißt du? Wie verrückt, der Hubschrauber hat Strümpfe an. Ach die, diese Wasserkufen sind dazu da, um sicher auf Wasser zu landen. Oh ja, natürlich, das war nur ein kleiner Test, Sam. Guten Tag allerseits. Dass Sie mir heute das Seenotrettungszentrum zeigen, ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Dann werden wir auch sehen, wie sich der neue Polizeihubschrauber einfügt ins Rettungsteam. Bestimmt absolut perfekt, Polizeihauptmeisterin. Oh ja, ich würde gerne damit beginnen wollen, Ihnen die Grundausrüstung vorzustellen. Da ist zunächst der ganz einfache Rettungsring. Eine hervorragende Möglichkeit zu demonstrieren, was passiert, wenn der eine Fuß in einer Flosse festhängt. Sam, vielleicht solltest du Rose Ravani die Beobachtungsplattform zeigen. Ja, natürlich, Sir. Hier entlang. Ich komme gleich nach. Will ich hoffen. Mayday! Mayday! Ich rufe schnell das restliche Team zusammen. Ich hab's gleich. Ja! Er kommt doch klar. Stein und Pflanzen so mega spannend. Und was sollen wir jetzt machen? Da stehen gar keine Regeln und Anweisungen. Ihr sollt lauter Fotos machen von allem, was da auf der Liste drauf ist. Und wer das von euch hinkriegt, der kommt an die große Wand der Champions. Mein Bild sollte auch da oben drauf sein für die längste Wanderung, ja. Aber ich hatte noch keine Zeit für einen Fototermin. Wow. Ist das cool. Nachher hängt hoffentlich auch mein Bild an der Wand der Champions. Wart mal, Mandy. Die Ponty Pendy Petunie steht da drauf. Das ist so ziemlich die seltenste Pflanze auf der Welt. Und die wirst du niemals finden. Doch, die finde ich. Ich finde diese Petunie und alle anderen Sachen von der Liste. Und dann komme ich riesig groß an die Wand der Champions.
Guten Morgen, Polizeihauptmeisterin. Guten Morgen, Polizeihauptmeisterin. Sam, Elvis, willkommen zum Pferdetraining. Denn heute werdet ihr das Polizeipferd kennenlernen. Kilo. Es hört gar nicht auf, mich anzustarren, Sam. Nur keine Sorge, Elvis. Das meint es sicher ganz freundlich. So, wir haben schon Schmetterling, Stein, Rinde, Gras und Ameise gefunden. Es sind noch 10 Sachen zu finden. Das ist echt super toll. Jetzt habe ich fast alle Sachen auf der Liste. Und nur diese Pontipendi-Petunie fehlt noch. Tja, du findest die Pontipendi-Petunie hier nicht. Die wächst nur an Felswänden. Und hier sind ja nur Gras und Sträucher. Wenn das so ist, dann werde ich wohl weiter oben suchen müssen. Schnell, wir folgen ihr. Sie ist total gut im Finden von Sachen. Ja, das wird echt ganz großartig an der Wand aussehen. Kinder, geht nicht so weit weg. Machen wir nicht. Du magst ja vielleicht alles andere schon haben, aber du findest niemals diese blöde Petunie. Ach, wirklich? Wirst schon sehen. Um ein Pferd in einer Notsituation zu lenken, haltet ihr die Zügel ganz locker und sagt nur und weiter. Versuch's mal. Ich? Gut, na denn. Und weiter. Sieh doch mal, Sam! Ich kann das Pferd führen! Kilo, ho! So, Sam, und nun du. Alles klar. Es geht los. Komm mit, Norman. Wir gehen spielen. Oh, ja. Nein, wartet. Ich wollte gerade sagen, dass ihr bitte auf dieser Seite all der Warnschilder bleibt. Oh, ja. Da ist Treibsand und sogar Schlingwatt da vorne. Lauft mir bloß nicht in dieses Schlingwatt. Alles klar, Dad. Machen wir nicht. So, Mike, dann rüsten wir dich jetzt aus als Wildnisfotografen. Hier, du nimmst die. Oh, wie aufregend. Ist ja faszinierend. Aber was soll ich denn jetzt fotografieren? Die, hörst du das? Ja. Das hört sich an wie ein langschnabeliger Wattvogel. Oh, ein langschnabeliger Wattvogel. Den sieht man hier nicht so oft. Hoffentlich kriege ich von dem heute ein Bild. Das hoffe ich auch. So einen habe ich ja selbst noch nie gesehen. Fang, Norman! Ich krieg ihn. Oh. Na gut. Achtung, hier kommt der Norman Price Turbo Frisbee. Norman, nun wirf ihn ganz normal her. Und ja, nicht so doll. Oh, upsie. Das fährt sich wie ein Traum. Oh, ich kann's nicht erwarten, bis ich dieses Steuerrad in den Händen habe. Ja, wir werden in dieser Kiste so richtig flitzen. Tut mir leid, Leute. Da sind noch 30 Schläuche aufzurollen, bevor wir sowas machen. Oh. Meinetwegen. Ihr seid alle so aufgeregt. Ich werde hier bleiben und die Schläuche aufrollen. Oh, yeah. Lass uns los. Wartet doch auf mich. Gute Idee, Ellie. Und ich helfe dir. Fahr los, Cricklington. Entschuldigung, Sir. Ich bin es einfach nicht gewohnt, wenn da an Jupiter ein Anhänger hängt. Nicht umdrehen, Ellie. Ja, nicht umdrehen. Klingt, als wäre er ganz nah. Ich weiß, dass du hier bist, du kleiner Zwitschervogel, du. Mach dich bereit für deine Nahaufnahme. Da.
Ich sagte, du sollst nicht so doll werfen. Ganz ruhig, Mandy. Ich hole ihn. Ich kann gar nicht glauben, dass unser Urgroßvater ein ganz berühmter Admiral war, Dad. Das war für mich auch völlig neu, James. Admiral Jones war ein König der Meere. Sogar Pontypandy Pete fürchtete sein Flaggschiff, die Flotte Lotte, mit ihrer berüchtigten Kanone, der wilden Feuernadel. Diese Kanone fehlt mir noch für mein Museum. Dann werden wir alle weltberühmt. Auf jeden Fall, Sarah. Hier großer Wal, rufe klein Wal. Habt ihr schon irgendwas Kanonenförmiges entdeckt? Hier kleiner Wal, rufe großen Wal. Leider noch nichts zu sehen von dem guten Stück, Professor. Dad, fahr mal dahin zurück. Da war irgendwas, glaube ich. Da! Professor Pickles, wir haben was gefunden. Oh, das ist die wilde Feuernadel. Ich wusste es. Macht sie schnell fest und schafft sie rauf. Oh. Ich hoffe, die Kanone ist nicht ein bisschen zu schwer für mein kleines Boot. Hallo, Leute. Hey, Ellie. Oh, schön, dich auch hier zu sehen, Jody. Hallo. Ich habe den neuen Ölskimmer für dich. Danke, Jody. Gern. Ich bringe ihn dir. Oh, könnte ich zuerst einen kleinen Blick in das Seenotrettungszentrum werfen? Natürlich. Ich mache mit dir die große Führung. Mhm. Oh. Professor Pickles hat jetzt schon so viele interessante Sachen gefunden. Ja, und wir sollen darauf aufpassen, während er weiter nach der wilden Feuernadel sucht. Na dann, eine kleine braune Medizinflasche ist hier. 4 Kupfermünzen sind hier. Oh, ich wusste gar nicht, dass sie damals sogar schon Nummernschilder bei den Piraten hatten. die hatten sie auch nicht, Elvis. Das Ding gehört in die Mülltonne. Oh, ja, das wusste ich doch. Ein Lederstiefel mit Schnalle ist, was ist das? Wo ist Admiral Jones' Stiefel denn hin? Der Stiefel stand gerade noch auf dem Tisch. Jemand hat ihn geklaut. Dann lösen wir jetzt das Rätsel um den geklauten Admiralsstiefel. Shadow? Na, riechst du da was dran? Du passt hier gut auf, Elvis. Mhm. Wir gehen auf die Jagd nach diesem Stinkstiefel. Gut gemacht, Shadow. Scheint, als hätten wir das Versteck des Diebes gefunden. Oh. Ach, Butler. Der Stiefel mag ja alt sein, aber er ist nicht zum drauf rumkauen da. Na komm schon, gib ihn wieder her. Los, Butler. Komm schon. Nicht, Butler. Komm zurück. Shadow, folgt dem Stiefeldieb schnell. Das ist der perfekte Einstieg, um alles über Meeresbiologie zu lernen. Oh, das ist ja wunderschön. Ja, nicht wahr? Und man entdeckt immer mehr, je länger man sich umschaut. Als würden sie schweben. Das haben wir gleich. Für mich steht die Welt Kopf. Ganz vorsichtig. Oh. Und runter. Na sowas, Mike. Anscheinend ist deine Malertätigkeit ja ein Extremsport. Und du sorgst dazu auch noch für einen einzigartigen Look. Oh, der schöne Leuchtturm. Ich hab doch glatt was von dem cremig lichten Eierabschreckweiß über das entzündete Zehennagelrot gestrichen. Oh, da muss ich wohl noch mal rauf und die Stelle übermalen. Hm. Oh nein. Ich weiß nicht. Am besten erledigen wir doch den Job, Ellie. Nennen wir es vorbeugende Unfallvermeidung. In der Höhle sind so viele kleine Lebewesen. Ich weiß. Manchmal sind hier drin sogar Seesterne zu sehen. Seesterne? Wirklich? Ja. Nur ob wir heute noch welche sehen, kann ich nicht sagen. Wir sollten weiter. Oh, können wir nicht noch ein bisschen länger? Leider nicht, Hannah. Die Flut kommt bald. In der Höhle steigt schon jetzt der Wasserpegel deutlich an. Oh. Keine Sorge. Glaub mir, wir werden noch sehr viele Seesterne sehen. Komm jetzt. Mhm.
ist das Boot? Da. Oh nein, bestimmt war der Anker nicht gut fest. Komm mit, wir müssen ihm hinterher paddeln. Jody, mein Kajak treibt irgendwie seitwärts. Meins auch. Das ist höchstwahrscheinlich eine Springtide. Bestimmt hat die auch das Boot fortgerissen. Was ist eine Springtide? Eine ganz besonders starke Flut, die einen in die falsche Richtung ziehen kann. Oh, und was sollen wir dagegen tun? Ruhig. Das Wichtigste ist, keine Panik. Wir werden nicht unter Wasser gezogen. Wir müssen nur irgendwie zu dem Boot. Ich komme nur nirgendwo hin. Mit der Strömung, Hannah. Anders geht's nicht. Jody! Jody! Alles in Ordnung? Nichts passiert, Hannah. Meinst du, du schaffst es irgendwie zu dem Boot? Und Mike und Joe meinten, dass ich ihn ganz allein aufführen darf, während alle anderen dastehen und staunen, als Eröffnung für den Disco-Dance. Norman wird für euch den Dancefloor rocken. Norman tanzen! Hä? Norman tanzen! Wie? Was denn? Oh. Das ist Lillys Lieblingslied. Wie schön, dass heute Abend jemand mit ihr tanzt. Nochmal, nochmal! Tja, Disco-Boy. Sieht ganz so aus, als hättest du eine Tanzpartnerin. Aber, Lilly zerstört noch meinen unglaublichen Auftritt im Scheinwerferlicht. Damit wäre Jupiter gewartet und alle Feuerlöscher sind okay. Perfekt, Penny. Gut, jetzt rufen wir das Team zusammen. Es wird Zeit für die... Oh! Die Feuerwehrübung? Oder sollte das etwa Teil eurer Übung sein? Entschuldige, Sam. Wir haben gerade das geniale Finale geübt. Das tanzen wir nämlich heute Abend beim Disco-Dance. Wir nennen den Tanz den Flieger. Und ich habe mir gedacht, Elvis probt den Flieger erst mit mir, wenn er das mit Dolly gut hinkriegt. Ich finde, du solltest noch ein kleines bisschen weiter üben mit ihr, Elvis. Geht das? Eins, zwei, Soundcheck. Norman, was machst du denn da unten? Ich verstecke mich doch nur vor Lilly. Sag ihr ja nicht, dass ich hier unten bin. Ach, keine Sorge, Norman. Lilly wird nie erfahren, dass du dich hier unten versteckst. Oh. Das Mikro scheint zu funktionieren. Das ist die beste Disco-Kugeltorte, die jemals jemand gemacht hat, Mom. Oh, ich danke dir, Sarah. Hoffentlich schmeckt sie so gut, wie sie aussieht. Hilft mir. Versteckt mich. Lilly sucht mich überall und ruft Norman tanzen. Das geht nicht. Wie übe ich denn sonst meine Moves? Norman, jetzt spiel dich nicht so auf. Nicht doch. Da, Lilly kommt. Bloß schnell verstecken. Sie wird mich noch finden. Norman tanzen. Norman tanzen. Gut, machen wir also weiter mit den Tanzfiguren. Beug die Knie, Elvis. Beug die Knie. So etwa. Komm schon, Sam. Nun mach schon. Hilf, Elvis. Ich glaube, ich bin da nicht der richtige Disco-Tanz-Spezialist. Oh, du nicht auch noch, Schnuffi? Wirklich? Ja. Gut. Was soll's? Ist ja so ähnlich wie viele Übungen für die Bergung von Verletzten. Also, zuerst stell dich mal gerade und fest hin, Elvis. Die Arme hoch und bereit machen fürs Fangen. Ja. Und los, Ellie. Denk dran, beug schön die Knie, Elvis. Nun denn, Pfadfinder, ihr wisst, wohin es heute geht. Um erste Hilfe bei Notfällen in den Bergen da zu üben, wo sie wirklich passieren. Ich weiß über alles genau Bescheid. Dank meinem Pfadfinderhandbuch für erste Hilfe. Ich weiß über alles genau Bescheid. Dank meinem Pfadfinderhandbuch für erste Hilfe. Norman, lass das bitte. So, nun kommt Pfadfinder. Auf zur Kletterschlucht. Wusstet ihr, was der häufigste Grund für Verletzungen bei Wanderung ist? Ich schon. Hier steht's nämlich, das Tragen des falschen Schuhwerks. Das Tragen des falschen Schuhwerks. Norman? Sehr gut, Elvis. Wir haben den Patienten in deinem Wagen und jetzt vorsichtig mit ihm in die Notaufnahme. Vorsichtig, aber schnell. Na, nicht so wild, Elvis. Wenn du wirklich Verletzte transportierst, dann hat immer die Transportsicherheit Vorrang vor der Schnelligkeit. Entschuldige, Helen. Schon gut, Elvis.
Ich hätte da noch eine Idee. So fährst du dann vielleicht ein bisschen langsamer. Oh, Zischiblub. Ich liebe Zischiblub. Nein, du sollst das doch jetzt nicht trinken, Elvis. Oh. Du versuchst jetzt so ruhig, gleichmäßig und vorsichtig zu fahren, dass du nicht einen Tropfen verschüttest. Oh. Viel Glück, Sam. Danke, Penny. Brauche ich auch. Oh. Nicht so wild, Elvis. Ich hol dir noch ein Zischi-Blub. Und ich werde mich lieber mal umziehen. Ah. Kennt ihr auch den Unterschied zwischen einer Verstauchung und einer Quetschung? Ich schon. Ich wünschte, ich hätte ihm dieses Buch nicht zum Geburtstag geschenkt. Kennt ihr auch alle die 8 verschiedenen Fußknochen, die es gibt? Ich schon. Das sind Phalangen, Metatarsalien, Navicolaren. Nun hör doch mal auf mit dem Lesen und guck hin, wo du lang... Trevor, alles in Ordnung? Nein. Ich habe das Gefühl, ich habe mir alle 8 verschiedenen Fußknochen gebrochen. Ah, oh nein. Was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt nur tun? Oh, Bienenstiche? Nein. Brotunfälle? Brennnesseln? Oh. Ach, komm, James. Ich finde gerade nicht, was wir jetzt machen sollen. Oh nein. Ich weiß schon. Natürlich den Rettungsdienst rufen. Kein Empfang hier. Keine Sorge, Trevor. Irgendwo habe ich hier sicher Empfang und dann rufe ich Hilfe. Aber James, entferne dich nicht von der Gruppe. Soll ich ihm hinterher, Trevor? Nein, wir sollten zusammenbleiben. Hilf mir beim Bandagieren und dann erst gehen wir alle auf die Suche. Genial. Wenn ich erst groß bin, werde ich auch ein super starker, cooler Actionheld sein wie Flex Dexter. Ja, James, du hast recht. Du siehst wirklich sehr cool aus. Hallo, Mike. Bist du der Erste, dem wir das Auto waschen dürfen? Oh, schade, Sarah. Ich habe gerade mein Van waschen lassen. Und was soll ich sagen? Norman und Hannah machen das tipptopp. Norman und Hannah? Und wie, ja. Die haben einen Wasserstrahler und das alles. Und hängen auch nicht mit einem Fuß im Eimer. Wir werden nie genug Geld für den Film zusammenkriegen, wenn die uns alle Kunden wegschnappen. Tut mir leid, Kinder, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Für mich sind so tropfende Wasserhähne ein Geschäft. Ich glaube, es wird Zeit für einen kleinen Besuch bei Norman und Hannah. So, alle auf Position. Was ihr zu tun habt, wisst ihr ja. Bodycams an, lasst uns zusammen Seenotrettungsfilmgeschichte schreiben. Irgendwie hat es der Dreh dieses Rettungsvideos Hauptfeuerwehrmann Steele sehr angetan. Komm schon, Ellie. Wir sind fertig für die Nahaufnahmen. Und... Action. Denk dran, Sam, du bist schiffbrüchig und hoffst, gerettet zu werden. Hilfe, Hilfe! Ich bin schiffbrüchig und hoffe, gerettet zu werden. Los, Crittenden! Ich bin der König der Welt! Aus! Aus! Oh, Crittenden, ich sehe nur deine Nasenlöcher. Und hör endlich auf, da rumzubauen wie ein Sack Kartoffeln. Oh nein, das wird der schlechteste Seenotrettungsfilm aller Zeiten. Hey, ihr! Hört sofort auf, Autos zu waschen. Das Autowaschen war unsere Idee. Keine Chance. Wir wollen auch den neuen Flex Dexter-Film gucken. Und wir holen uns dazu noch Popcorn und literweise Limo. Norman, komm schon. Zeit ist Geld. Hör auf zu reden und fang an zu wachsen. Die können sogar wachsen. Und wir waschen eigentlich nur mit Dreckwasser. Ha, ist ja nicht unsere Schuld, dass eure Autowäsche nichts taugt. Das wird sich noch zeigen, Norman Price. Wir haben nämlich als nächstes vor, uns zum Waschen hierher zu stellen. Ja. Ja, dann werden wir ja sehen, wer mehr Autos wäscht. Jetzt die Rettungsschlinge anlegen, Crittenden, und richte die Bodycam auf ihn, während du das versuchst. Gleichzeitig ist das wirklich schwierig, Sir. Eine sehr interessante Technik, Elvis. Oh, gib mir den verzweifelten Sam. Hilfe! Ich bin schiffbrüchig und hoffe, gerettet zu werden!
Gestaltet vom Feuerwerkskönig selbst, Joe Sparks! Oh, da ist er ja! Achtung bitte, das Pyrotechnik-Techno-Startmodul 2000. Oh, da wird ja der ganze Himmel voller Raketen sein. Gesteuert per Bluetooth. Ja, und das hier ist der magische Knopf dafür. Alles klar, Dad. Wann geht's denn jetzt endlich los? Vom Reden wird sich das nicht aufstellen. Nun hetz mich nicht, Hannah. Diese wirklich einmalige Feuerwerksmaschine aufzubauen dauert eben. Und wie viel ist eben? Etwa eine Stunde? Die Zeit reicht für ein nettes kleines Barbecue. Wartet hier. Aber wird die Zeit dann auch noch reichen für den großen Feuerwerkszauber im Park? Das hoffe ich doch, denn immerhin wurden mir zwei Feuerwerke versprochen. Naja, dann hoffe ich, mein Dad beeilt sich ein bisschen. Feuerwerk kann extrem laut sein und einen dadurch unangenehm überraschen. Also, haltet immer Abstand von dem bunten Böllerkram, dann seid ihr schlau. Und könnt ihr das Geknalle und Geblitze gar nicht leiden, macht es euch drin gemütlich. Und ganz bestimmt solltet ihr heute Abend da sein, also drinnen. Kein Problem, Onkel Sam. Wir sorgen dafür, dass sie nicht rausgehen. Ja, wir haben die Tiere voll im Griff. Komm her, Butler. Butler, komm zurück! Tiger! Ich glaube nicht, dass wir sie erwischt haben, Onkel Sam. Nein, James, glaube ich auch nicht. Diese Hotdogs sind ja wirklich sehr... sehr knusprig. Macht euch mal bloß keinen Kopf. Ihr könnt noch haufenweise mehr haben. Dum-di-dum-di-dum. Also, soll ich Rohr B jetzt in A schrauben oder gehört B doch in Rohr D? Dad, das dauert jetzt schon viel länger als eine Stunde. Du musst jetzt loslegen, sonst verpassen wir das Feuerwerk im Park. Ich hab's ja gleich. Allerhöchstens eine halbe Stunde noch. Wenn das so ist, will irgendjemand noch Nachschub? Ich hab hier noch jede Menge. Bitte, Hannah, du musst dein Dad antreiben. Ich will keine verbrannten Hotdogs mehr. Mein Mund fühlt sich an wie Holzkohle. Dad, jetzt mach endlich. Und dort wollen wir ankern. Wir rudern dorthin auf der Meerwellenkamm. Als hätten wir es gerade gestern gesungen, Sam. Ja, manche Dinge vergisst man nie, Charlie. Zum Beispiel, wie schön so ein kleines Bruderwochenende ist. Wirklich eine Insel der Entspannung und Ruhe. Ich werde das Zelt aufstellen. Nein, ich kenne mich am besten mit Camping aus. Gib das her! Leine aufzuziehen. Ich hatte es zuerst. Das geht aber nicht. Los, lass mich das aufbauen. Jetzt lass das doch. Ja, von diesem Lärm kriege ich Ohrensausen. Na, ruhig, ruhig. Es gibt genug Zelte für alle hier. Hauptfeuerwehrmann Steel? Oh, Sam und Charlie. Da ist Onkel Sam. Du bist ja auch hier, Onkel Sam. Hallo? Ich bin auch hier. Oh, hallo, Dad. Ich dachte, Sie wollten eigentlich den Junge-Retter-Camping-Lehrgang in den Bergen machen, Hauptfeuerwehrmann Steel. Ja, aber dann hatte er eine wirklich großartige Idee. Denn weil heute so schönes Wetter ist, sollten wir lieber nach Pontypandy Island fahren stattdessen. eine wirklich großartige Idee. Aber es ist ein ganz dummer Zufall, dass Charlie und ich hergekommen sind für ein ruhiges Wochenende. Ach, nur keine Sorge. Wir werden euch ganz bestimmt nicht stören. Ich habe jede Menge geplant, um die jungen Retter beschäftigt zu halten. Na denn, Charlie und ich finden schon ein Plätzchen, wo wir nicht stören. Oh, nur aus Interesse. Hat Penny die Leitung der Feuerwache? Selbstverständlich. Oh, gut. Dann ist Pontypandy ja in sicheren Händen. Hauptfeuerwehrmann Steele, wozu ist das hier gut? Hoppla! Mal im Ernst, wenn Norman Price hier auf der Insel ist, kann in Pontypandy nicht mehr allzu viel schiefgehen. Ruhig, Wolli.
Geschafft. Bring uns runter, Tom. Gute Arbeit, Penny. Danke, Arnold. Das sieht gut aus. Der perfekte Zeltplatz. Und es ist so herrlich ruhig. Und da ist sogar ein Flüsschen. Da kann ich meinem großen Bruder ein paar Angeltricks zeigen. Hier lang, junge Retter. Oh, Sam, wir wollten euch wirklich nicht stören. Entschuldige bitte. Ach, nicht doch, Sir. Wir sind noch auf der Platzsuche. Nicht wahr, Charlie? Ja, Sam. So, junge Retter, dieser Platz ist nicht nur sehr schön, er ist auch sicher genug, um euch zu zeigen, wie man in der Wildnis Feuer macht. Nur mit zwei dieser Feuersteine. Na mal sehen. Sam, als ich sagte, dass mein Fischerboot bald keinen Sprit mehr hat, ahnte ich ja nicht, dass du hier mit zigtausend Litern auftauchst. Heute ist doch der Tanktag für alle Boote, Charlie. Aber du darfst zuerst. Danke, Sam. Dann hole ich meins schnell her. Wer hat denn wohl diese Dinger angebracht? Oh, Gwendolyn, ich mache eine Schlagzeugshow. Hast du schon meine Plakate entdeckt? Die sind ja ziemlich schwer zu übersehen, Mike. Abracada, brillant, mit dem großen Normanski. Ja, meine neue Zaubershow werden alle lieben. James, Sarah, ihr müsst zu meiner neuen Zaubershow kommen. Die abracadabrillanteste Show aller Zeiten. Oh, hey! Du weißt schon, dass da noch eine andere Show ist, und zwar auch an dem Tag. Nicht wahr, Norman? Was? Welche andere Show? Diese Show. Wie kann es jemand wagen, am selben Tag wie der große Normanski aufzutreten? Wer ist der Trommelmeister? Das ist ganz bestimmt mein Vater. Tja, er kann nicht am selben Tag auftreten. Das geht wirklich gar nicht. Halt! Und das geht auch gar nicht, Norman. Es ist aber nur Platz für eine Show in Ponty Pandy Mandy. Meine! Was ist das? Hey, Norman Price! Das sind meine Plakate, die du da überklebst. Was soll denn das? Und außerdem ist deine Show am selben Abend wie meine. Nein, im Gegenteil. Deine Show ist am selben Abend wie meine. Und wie wär's, wenn ihr beide einfach umplant? Oh nein! Ich bin schon seit Wochen am Üben für meine Paradiddles. Tut mir leid, Norman. Du wirst umplanen müssen. Nein, umplanen wirst du natürlich. Ich hab's zuerst gesagt. Dad, du benimmst dich kindisch. Meine Show ist wichtiger. Nein, meine. Meine. Hör auf. Könntet ihr vielleicht mal damit aufhören? Oh, verflixt. Na dann, wir können anfangen. Malcolm? Alles gesichert, Sam. Hey, hier ist ein echter Dreckspatz unterwegs. Weißt du, wer der Trommelmeister ist? Tja, ich vermute, dass es jemand ist, der genauso laut hämmert, wie er trommelt. Ah, Mike Flood. Da hätte ich drauf kommen können. Na, ich folge einfach diesen vielen Plakaten. Dann werde ich ihn sicher bald finden. Nein, meine Show ist genau das, was das Publikum will. Dafür ist es notwendig, dass ihr euch zunächst ein echtes Floß baut. Aus diesem Haufen von allerlei nützlichen Gegenständen. Da stecken ja noch mehr nützliche Sachen in dem Mülleimer meiner Mutter. Überlass das mir. Wir sausen damit den Fluss lang, so schnell kann sich der arme Trevor gar nicht umgucken. James, was machst du da? Das Abzeichen damals für Flugzeugbau, das haben wir dann doch auch nicht gekriegt. Weil Norman ja meinte, so ein Flieger bräuchte doch gar keine Flügel. Und er landete krachend auf Trevors Mütze. Tja, heute nimmt uns Norman unser Abzeichen nicht weg. Ich besorge uns jetzt eine Floßbauanleitung und genau nach diesem Bauplan werden wir vorgehen. Ist das da etwa Dads Akku? Den solltest du aber nicht da reinstecken. Der hat ein kaputtes Kabel. Das funktioniert bestens, Sarah. Nur ein wenig hin und her wackeln, dann klappt es. Bitte, ich hab's schon. Eine Floßbauanleitung, in der genau steht, wie es geht. Oh, mein Fuß. Upsi.
Wir können die Sachen nicht einfach so kreuz und quer zusammenstecken, Norman. Der Fluss hat teilweise eine ganz schön wilde Strömung. Ha, in meiner Badewanne geht's wilder zu als da drin. Oh, Jupiter, nur ein klitzekleiner Kratzer, der wirklich nicht so schlimm ist. Hier, da sind Tücher und dann los. Wir polieren die Fahrzeuge. Nur Jupiter lassen wir Elvis. Oh. Sieht aus, als könntest du gut was hiervon gebrauchen. Oh, Farbe. Nein, nein, andersrum. Erst zielen, dann drückst du vorsichtig ab. Denk dir, es wäre ein Feuerlöscher. Gleich geht's los, Jupiter. Eins, zwei... Hallo, Feuerlöscher! Quedlington? Entschuldigung, Hauptfeuerwehrmann Steel. Ein Tuch, Sir? Hier im Plan steht, man soll die Stangen mit einer Achterschlinge zusammenbinden. Denn das ist ein ganz besonders sicherer Knoten. Was soll das denn für ein Knoten sein, Norman? Na, der Norman-Price-Könner-Knoten natürlich. Und dann steht hier im Plan, wichtig ist die entsprechende Aquadynamik. Ist das etwa auch ein Knoten? Also willst du nun das Abzeichen oder nicht? Na gut, dann zeig uns den Plan. Die Fässer sind die Sitze und durch sie schwimmt das Floß auch. Das Netz hier sorgt dafür, dass das Ganze... jetzt schon leer? Das Tablet muss schon wieder geladen werden. Keine Sorge, James, das kriegen wir hin. Wir machen erst die Fässer dran, dann das Netz. Ja, knoten wir alles zusammen und dann geht es los auf den schrecklich wilden Fluss. Nein, wartet! Ihr wisst doch gar nicht, wie man die Fässer und das Netz anbringt. Oh, na komm endlich. Nun geh schon an. Oh, geschafft. Das Netz dient als Unterstützung zum Fixieren der Fässer. Und ich erkläre hiermit den Tag der offenen Tür in der Feuerwache von Pontypendi für eröffnet. Oh, ja. Super. Fantastisch. Ihr könnt euch auch fotografieren lassen mit den Feuerwehrleuten und ihren Fahrzeugen. Und kauft alle diese tollen Kaffeebecher, verziert mit meinem Gesicht. Der ist ja ganz famos. Du kannst Hydrus doch nicht fahren, Butler. Und wir haben eine ganz besondere Überraschung, die genau in diesem Moment unterwegs zur Feuerwache ist. Oh. Sehr interessant. Achtung! Hier sind schön scharfe Fischkroketten für euch alle. Hey, ihr zwei, ihr müsst damit rumgehen. Ist gut, Mom. Möchte jemand schöne scharfe Fisch? Oh, ich muss schon sagen, dieser Anblick ist ja ganz köstlich. Ich muss Sie aber warnen, Hauptfeuerwehrmann Steel, die sind schon ein klein wenig feurig. Na, das schreckt mich nun wirklich kein bisschen. Nichts ist leckerer als so ein pikanter Snack, der die Sonne aufgehen lässt. Hm? Scharf! Scharf! Vielleicht zu scharf? Wasser! Wasser! Oh, wie das brennt! Also ziemlich scharf. Platz da! Her damit! Noch mehr! Schön scharfe Fischkroketten? Oh! Weißt du, wieso diese Stelle abgesperrt ist, Penny? Ich habe keine Ahnung, Sam. Hm? Ein heißer Ofen. Oh, wer ist denn das? Wow! Ich möchte euch nun alle bitten um ein ganz herzliches Pontypendi-Willkommen für unseren sympathischen neuen Polizeimeister Malcolm Williams. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Leute. Schön scharfe Fischkroketten. Oh, aber da greife ich zu. Danke. Mmh. Lecker. Mama mia. Also ich glaube, Mams schön scharfe Fischkroketten sind heute ein bisschen zu scharf geworden. Wasser und Eis! Eis und Wasser! Mehr Eis!